Hallo und einen wunderschönen guten Tag, meine Freunde. Ja, mein Name ist Saubazi und wir haben mal wieder was Neues zum Unboxen. Amazon war mal wieder schneller als unantastbar das erlauben und deswegen habe ich dieses riesige Paket bekommen. Ich weiß nicht, warum das so riesig ist, aber ich würde vorschlagen, das finden wir jetzt mal raus. Warum ist das Paket so... Okay, wir nehmen lieber ein kleineres. Warum ist das Paket so groß? Ich dachte, die Box wäre gar nicht so riesig. Aber jetzt schauen wir mal nach, warum das so ist. So, also da müsste jetzt, wir haben nämlich nichts anderes bestellt, noch ein Paket drin sein. Großartig. Oh Mann. So. Okay. Na gut. Schauen wir in dieses Paket rein. Ah, das habe ich aber auch noch nicht hingekriegt. Ein Paket im Paket. So, die Katze freut sich, wie sie es gehört, über den neuen Karton. Setzt sich erstmal rein. Ah, schon viel besser. Boah, ist das ein Riesending. Noch was drin? Nein. So, Katze Nummer 2, du bekommst auch einen neuen Karton. Heiliger Bimbam. Ist das eine riesen Metallbox. So, es ist eine ganze Weile her, dass ich die bestellt habe, deswegen gucken wir erstmal, was da drin ist. Enthält Digipack, Bonus, DVD, transparente Aufkleber und einen DIN A3 Kalender. Hier nochmal für euch zum Nachschauen, spiegelt euch nicht. So, und jetzt wollen wir mal vorsichtig nachgucken, wie das Ganze denn von innen aussieht. Vorsichtig. So, also auch hier sieht man wieder, hier wurde sich wahnsinnig viel Mühe gegeben. Das Ganze ist nämlich im 3D-Effekt. Also wenn man es umdreht, könnte man sich eine Unantastbar-Torte backen. Jetzt machen wir erstmal diesen Aufkleber weg. Also, ich weiß nicht, ob man das wirklich so gut sehen kann. Also hier, das ist im Relief seine Hände und das Unantastbar-Logo und das Hand aufs Herz natürlich auch. Messer kann man weg. So, dann wollen wir mal schauen, was sich darin befindet. Sehr gut. So, als erstes Luftschutzfolie. Also Schutzfolie aus Luft. Dann dazu natürlich die beliebte und heiß ersehnte CD zusammen mit allen Tourdaten. Ja, wir machen die Plastikfolie mal weg, dann spiegelt sich das nicht mehr so widerlich. Und genau, also hier ist der Aufkleber mit den Tourdaten. Falls ihr noch kein Ticket habt, es sind noch welche verfügbar. Los geht's ja morgen schon am 15.01. und dann am 16.01. in der Turbinenhalle beim Pogo Festival. Und dann geht's Anfang März so richtig rund. Und jetzt haben wir hier unantastbar Hand aufs Herz. Mit CD drin natürlich. Und Booklet. In diesem Booklet befindet sich natürlich ein paar Bilder. Und die Texte der Songs natürlich, brauche ich euch jetzt nicht im Ganzen zu zeigen. Hier stehen sie nochmal drauf. 15 Tracks. So, hier die CD, mehr ist gar nicht mehr enthalten. Dann packen wir das da mal wieder rein und schauen mal, was uns die Box sonst noch so zu bieten hat. Ja. Dann haben wir hier, Gott, ich kann mir bald mein ganzes Auto zukleben, glaube ich, einen, so, mal gucken, der Test, da löst er sich schon ab. So, dann wollen wir ihn schnell wieder zusammenrollen. Unantastbar, Hand aufs Herz, so kann man es einigermaßen sehen. Also, als
außen oder innen klebend? Ah, sieht aus wie außen klebend. Genau. Oder innen klebend? Ich weiß es nicht. Muss man mal ausprobieren. Unantastbar steht hier, Hand aufs Herz, wie auch auf der CD drauf. Ich roll es schnell wieder zusammen, bevor sich es endgültig von der Folie ablöst. Also wenn ihr ihn entrollen wollt, solltet ihr ihn am besten dann auch relativ zügig wieder festkleben. Ansonsten geht es euch wie mir und er löst sich einfach ab. Gut, der kommt hier hin. Müll brauchen wir nicht mehr. Was gibt es sonst noch so? Eine Bonus-DVD. Da kommt auch das FSK 16 her. Und zwar mit dem Making-of-Kalender-Fotoshooting, der EPK Hand aufs Herz, Musikvideos zu Schuldig, ich gehöre mir, Gefangen, Hoch das Glas, Dein Stein, Für immer mein, Aus dem Nebel, Das Stadion brennt und Gerader Weg. Das aktuelle Video ist scheinbar nicht drauf enthalten. Schade. Aber gut, ist ja schließlich auch erst gestern rausgekommen, genau. Schauen wir nochmal, hier ist sie. Und ja, können wir dann auch beiseite legen. Jetzt kommt das Schmuckstück dieser Box. Und zwar ein Kalender und ich sehe, der ist handsigniert. Ja, wunderbar. Da haben wir hier 1, 2, 3, 4 und 5 Unterschriften. Da wollen wir mal ein bisschen reingucken, was sich denn darin so befindet. Ah, der ist zum selber basteln. Okay, Moment, dann müssen wir das mal... So. Januar. Oh. Januar und mit Tourdaten. Das heißt, man kann dieses Jahr gar nichts an Unantastbar verpassen. Ah, und nicht der Band, sondern hübschen Mädels. Moment, ich halte es mal so, dass ihr das ein bisschen besser seht. So. März, genau, und hier stehen die ganzen Tourdaten und hier sind sie auch im Kalender angekreuzt, also an den Tagen habt ihr definitiv, könnt ihr definitiv nichts mehr vorhaben, denn die Tage sind alle schon verplant. Wir sind im Mai, Foto von meinem geschätzten Freund und Kollegen Patrick Schneiderwind, aber nicht alle, das hier ist zum Beispiel vom Holger Fichtner. Ah, zieh einer an. Hier steht sogar Jockels Geburtstag mit eingetragen, also ein unantastbar Fan. Kann nichts mehr verpassen. Junge, Junge, die haben ja alle direkt nacheinander Geburtstag. Hier haben nämlich Tom und Heiß Geburtstag. Haben wir hier den September. Den Oktober. Spitzi und Skal haben beide am 16. November Geburtstag. Und auch hier geht es weiter mit Tourpart Teil 2. Und im Dezember gibt es auch noch mal ein paar Tourtermine. Ja, großartig. Den kann man sich jetzt dann hier an diesem integrierten Haken, den muss man zum Glück nicht mehr selber mit zusammenbauen, kann man sich den an die Wand hängen. Und der Knick ist eigentlich kaum sichtbar, wenn man ihn sich mal so ansieht. Das geht schon. So, wir haben hier CD, wir haben hier Bonus-DVD. Wir haben eine mittlerweile leere Box. Das legen wir mal schön hin. Das alles erwartet euch, wenn ihr die Hand aufs Herz CD-Box bestellt habt. Allerdings habe ich sie bei Amazon bestellt. Wenn ihr sie bei EMP bestellt habt, dann ist noch die Möglichkeit dabei, dass ihr einen Gutschein, einen Tattoo-Gutschein beim Jockel gewinnt. Das habe ich jetzt nicht gewählt, weil ich weiß, dass bei Amazon die Möglichkeit besteht, unter Umständen, dass man es früher bekommt und dass ich euch dieses wunderschöne Video hier drehen kann. So, fertig mit dieser Perspektive. Ich komme gleich nochmal, um mich von euch zu verabschieden. Da bin ich doch glatt ausgetrickst worden. Ich habe nämlich gerade beim Schneiden gesehen, dass dieser formschöne Kalender nicht nur eine Seite, sondern zwei Seiten hat. Das heißt, auf dieser Seite sind lauter Bandfotos mit drauf und auf der anderen Seite Fotos von hübschen Damen. Das heißt, auch von Januar bis hoppala, Dezember oder ja, sind nur Bandfotos drauf. Jetzt zu den abschließenden Worten. Ja, werte Freunde, und damit wären wir schon am Ende
dieses wunderschönen Unboxings. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Falls ja, dürft ihr uns gerne einen Daumen nach oben geben. Habt ihr die Box schon? Habt ihr sie euch bestellt? In welcher Form habt ihr sie euch bestellt? Habt ihr vielleicht sogar den Tattoo-Gutschein gewonnen? Dann lasst es uns wissen. Schreibt es unten in die Kommentare rein. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen und hoffe, wir sehen uns dann auch am Sonntag wieder zu den Nachrichten oder vielleicht morgen in Trockau oder vielleicht am Samstag in Oberhausen. Auf jeden Fall wünsche ich euch jetzt einen schönen Donnerstag, Nachmittag und Abend und euch dann allerspätestens morgen viel Spaß mit dem neuen Album von Unantastbar. Hand aufs Herz. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.